Ich habe ja nicht alle Interviews mitgekriegt, aber da ist keiner dabei, der irgendwie in diesem MINT-Umfeld ist, oder? Ich bin der Janis Kolle, bin 21 Jahre alt, komme ursprünglich aus Limburg und bin jetzt seit Ende letzten Jahres hier in Wiesbaden gelandet. Einmal der Grund natürlich das Studium, was ich an der Hochschule Fresenius hier am Campus in Wiesbaden mache, mit Sportmanagement und aber natürlich auch das Hockey, was mich dann hierher getrieben hat. Ich sag mal, es verträgt sich ganz gut. Man kriegt auch durch das Studium noch mal so ein paar Einblicke, die gerade auch so die Vereinsarbeit drumherum angeht, was man halt sonst gar nicht so merkt, was die Leute dann doch schon auch um einen rum relativ viel leisten müssen. Und genau, was Traumberuf angeht, ist schon so eine Sache, dass man auch später mal in die Vereine ganz gerne gehen möchte. Wahrscheinlich allerdings doch eher in Fußball, weil es dann doch noch mal ganz andere Größenordnungen sind. Aber genau. Ich sag mal, so ein Skill, ich denke mal, den man natürlich durch den Sport zum einen relativ gut lernt, ist die Teamfähigkeit. Egal, auch mal durch einen Wechsel oder sowas, muss man sich dann natürlich auch immer wieder an ein neues Team anpassen und auch damit arbeiten können. Und was damit einhergeht, ist auch so ein bisschen die Offenheit, mal auf neue Leute zuzugehen, Kontakte zu knüpfen, was sowieso dann auch in der beruflichen Laufbahn natürlich enorm wichtig ist. Ja, würde ich schon sagen. Also ich sag mal, so ein bisschen das Zeitmanagement. Ich bin ganz gerne mal jemand, der auch seine Sachen so ein bisschen nach hinten verlegt, wenn er die Möglichkeit dazu hat, was hier im Studium Abgaben angeht, was dann auch letztendlich das Lernen mal angeht. Und ich sag mal, bei so einer Auswärtsfahrt, wenn man dann hier wieder das ganze Wochenende irgendwo in Berlin oder in der Republik unterwegs ist, dann ist das natürlich noch mal ein bisschen hinderlich, wo man aber mit der Zeit trotzdem aber auch lernt, mit umzugehen. Also wenn ich jetzt nach vorne schaue, ich sag mal, in 3 Jahren bin ich hoffentlich mitten in meinem Master drin. Das ist so der Plan. Hoffe bis dahin auch schon ein bisschen was an Berufserfahrung sammeln zu können. Richtig. Dass ich sagen würde, dass man vielleicht ein bisschen auf meine Mathe-Kenntnisse hätte ich in der frühen Zeit noch mal ein bisschen den Fokus, sage ich mal, drauflegen können. Was heutzutage natürlich in jedem Studium doch relativ wichtig ist, wo ich mir damals gedacht habe, ja, hier willst du wahrscheinlich später eh nichts mit Mathe machen, aber es ist letztendlich doch überall. Und da hatte ich jetzt doch dann im Studium schon relativ teilweise viel nachzuholen.